Antenne Niedersachsen. Helden des Alltags. Ich bin heute in Torstedt im Landkreis Harburg und bei mir ist Stefan Martens. Herr Martens, Sie wollen sich heute bei jemandem bedanken. Bei wem denn und wofür? Ich würde mich gerne bei Max Bammler bedanken. Er hat es geschafft, als Privatperson eine Schule in Afrika zu bauen. Genau, in Biju im Norden von Ghana. Ich habe das ein bisschen recherchiert. Das ist ungefähr, wenn man zu Fuß gehen würde, 6000 Kilometer von hier. Aber so weit ist es zu Herrn Bammler nicht. Der wohnt da hinten und wir gehen jetzt einfach mal hin und überraschen ihn. Hallo, Herr Bammler. Nicht erschrecken, wir sind von Antenne Niedersachsen und haben eine Überraschung für Sie. Denn der Herr Martens hat sich bei uns gemeldet und hat uns gesagt, Sie sind ein echter Held des Alltags und eine entsprechende Auszeichnung kriegen Sie von uns. Das ist ja toll. Und wofür? Wofür? Das erklärt Ihnen gleich der Herr Martens. Kommen Sie mal einmal zu uns raus, dass wir uns mal hier vorstellen. Ich gehe mal in die Mitte. So, ja, Herr Martens, warum ist denn der Herr Bammler ein Held des Alltags? Ja, also erstmal vielen Dank, Herr Bammler. Sie haben es geschafft, eine Schule ganz auf eigene private Initiative in Afrika zu bauen. Und das ist der absolute Wahnsinn. Und dafür möchte ich nochmal vielen Dank sagen. Ja, super. Herr Bammler, eine Schule für Biju ist Ihr Projekt in Ghana. In Afrika, in Ghana eine Schule zu bauen, stelle ich mir recht anstrengend vor, nervenaufreibend. Warum haben Sie das auf sich genommen? Ich bin hier in Torstedt aktiv in der Flüchtlingshilfe und halte das auch für notwendig und toll und übrigens auch sehr befriedigend und es bringt Spaß. Aber ich glaube, was ganz besonders wichtig ist, dass man auch vor Ort hilft. Nicht darauf wartet, dass die Menschen in Not gar nicht mehr weiter wissen und dann bei uns vor der Tür stehen. Die sind herzlich willkommen, ganz bestimmt. Aber vielleicht ist der beste Ansatz noch vor Ort zu helfen. So, und ihr zu Hause seht, helfen macht Spaß, Sie haben es gesagt, aber es ist auch total wichtig, weil in diesem Fall haben Kinder einen Ort zum Lernen. Also seid auch ihr ein Held des Alltags. Niedersachsens Helden des Alltags. Kennt ihr auch einen, dessen Geschichte unbedingt ins Radio gehört? Schreibt uns studio@antenne.com. Antenne Niedersachsen. Zusammen sind wir Niedersachsen.